Wir haben Sie sehr lange strapaziert zuzuhören. Und vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die in den Raum da hinten sitzen und vor den Monitoren alles nur sehen. Ja, da sind noch mal 100 Personen dankenswerterweise. Sie sind so nett und gehen mit dem Mikrofon herum. Bitte äußern Sie doch eventuell eine Frage, also möglichst klare Fragen an eine Person. Und keine zu langen Statements. Ja, die erste Frage ist da. Da hinten ja, hier vorne erstmal der Kollege. Ja. Hallo, mein Name ist Gary Poloschkin. Ich studiere VWL an der Uni und ich habe eine Frage zu Angst um Fahrverbote, die mich und meine Familie betroffen hat. Wir haben vor ungefähr einem halben Jahr unseren Diesel-Pkw gewechselt und haben jetzt einen Benziner. Und vor einem halben Jahr war der Unterschied bei einem Liter Diesel zu einem Liter Benzin ungefähr 5 bis 6 Cent und jetzt im Moment 20 bis 25 Cent. Und meine Frage ist, wie kommt dieser Unterschied zustande und wie kann die Politik dagegen steuern? Danke. Vielen Dank. Können Sie eben noch mal, wir wollen erst mal 3 oder 4, also Sie sind nicht Fahrradfahrer, sondern Autofahrer. Dürfen wir jetzt Sie eben bitten, sich zu äußern, vielleicht erheben, dann weiß man, sieht man Sie. Ja, ich darf eben noch sagen, wenn in dem anderen Raum jemand eine Frage stellen will, dann möge er doch bitte in die Tür dort kommen und dann wird ihm das Mikrofon gereicht. Ja, JC, Universität Osnabrück, auch Osnabrücker Friedensgespräche. Ich würde gerne noch mal zur Politik zurückkommen. Und zwar habe ich auch etwas graue Haare schon. Ich erinnere mich in meiner Jugend, es gab McCarthyismus, der Red Scare, die rote Gefahr, rote Sockenkampagnen, auch von der CDU. Dann hat man seit 100 Jahren von der gelben Gefahr geredet. Und meine Frage ist die der Rolle der Paranoia. Sie hatten schon die Verschwörungstheorie angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass man Ängste mobilisieren kann, weil man paranoide Vorstellungen von der Gefahr, von Menschen, Gruppen, Kommunisten, was auch immer, mobilisieren kann. Und unterstützen wir nicht, und das ist jetzt die Frage vielleicht auch an Özdemir, wie kann man mit Paranoiden klarkommen, ohne dass sie die Shoah leugnen, aber eben solche Feindbilder, Verschwörungstheorien aufbauen. Vielen Dank. Wir haben noch da hinten die dritte und die nehmen wir dann auch noch. Sehen Sie die da hinten, die Dame? Das ist nett. Danke vielmals. Meine Frage richtet sich an Herrn Özdemir. Und zwar seit Samstag ist ja im Blog von einem Blogger absolute, wie soll man das sagen, also richtig Kampf gegen die CDU, die SPD kommt da auch nicht gut weg. Und jeder Politiker, Sie sagten das, Herr Özdemir, bemüht sich eben halt seine Vorstellung gut in Einklang zu bringen mit den Werten, die die Leute haben. Wie gehen Sie als Politiker vielleicht auch, haben Sie vor solchen Dingen, die im Internet auch als Fake News manchmal laufen, nicht auch Angst? Herzlichen Dank. Herr Özdemir, können Sie wohl anfangen mit der Anfrage zu dem Benzinerauto? Soll ich jetzt nur das beantworten oder die anderen gleich mit? Hinterher kommen gleich die anderen. Ja, natürlich die anderen gleich mit. Ja, selbstverständlich. Also, aber die Paranoia ist ja nun etwas anderes. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, woran das die Preisgestaltung liegt, der Automobilindustrie oder der Mineralölwirtschaft. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir ein ziemlich absurdes System haben. Wir subventionieren den Diesel gegenwärtig pro Jahr mit 7 Milliarden Euro. Gleichzeitig haben wir jetzt ein System, dass wir die nächste Form der Mobilität, nämlich die batteriebetriebene Elektromobilität, ebenfalls subventionieren. Das heißt, wir subventionieren zwei Vorgänge, die konträr zueinander sind. Das ist nicht gerade ein besonders rationaler Umgang mit Steuerzahlergeldern. Jetzt komme ich aus Stuttgart und will nicht, dass ich ein Einreiseverbot in Stuttgart bekomme. Also sage ich nicht, dass das Dieselprivileg auf einen Schlag weg soll. Das kann man übrigens auch gar nicht machen. Das wäre unverantwortlich, weil Leute sich da auch auf was verlassen haben. Aber man kann doch hergehen und das Dieselprivileg Jahr für Jahr langsam abbauen und gleichzeitig das Geld reinvestieren, indem man es den Autofahrern zurückgibt, dafür, dass man eine Anschaffungshilfe macht bei emissionsarmer, emissionsfreier Mobilität. Oder man kann zum Beispiel hergehen und sagen, wenn jemand unbedingt ein SUV kaufen soll, soll er es machen. Ich verbiete es ihm nicht. Aber die ökologische Zechbrellerei,
dass die Kosten externalisiert werden, die würde ich gerne beenden, indem ich das CO2 im Preis abbilde und dafür das Geld nicht einfach in den Haushalt nehme und dann verschwindet, sondern zurückgebe. Wenn ich mir ein Auto kaufe, das emissionsarm oder emissionsfrei ist, dann zahle ich weniger und wenn es emissionsfrei ist, kriege ich noch einen Bonus on top. Das, glaube ich, wären Anreize, dass ein bestimmtes Verhalten sich eher lohnt und das andere eben teurer wird. Das wäre mein Rat bei dieser Frage. Aber klar ist natürlich auch, wir werden das Problem nicht dadurch lösen, dass wir jetzt den Verbrenner, den fossilen Verbrenner, einfach eins zu eins durch batteriebetriebene Elektromobilität ersetzen, sondern wir werden die Verkehrswende nur schaffen, wenn endlich der öffentliche Verkehr, das Fahrradfahren, Fußgänger, alles den gleichen Stellenwert bekommt, den heute das Auto hat. Das muss unser Ziel sein. Und deswegen schlage ich vor, dass Sie nicht von CO2-Steuer reden, sondern von CO2-Umlage. Zur Frage der Paranoia. Darf da Frau Wodak dann erst anfangen und dann Sie? Ja. Also solche Verschwörungstheorien wuchern zurzeit. Ja, total. Und zwar würde ich lieber Verschwörungstheorien dazu sagen als Paranoia, weil Paranoia heißt ja, das ist eine Krankheit. Ja? Also das ist eine Psychose. Und gegen also solche Psychosen also gibt es irgendwelche Treatments und Heilungsverfahren und so weiter. Also ich würde das gerne aus dem pathologischen Bereich in den politischen Bereich hineinnehmen. Und wir haben jetzt, also ich habe ein bisschen was aus Österreich erzählt, also dazu nur eine kleine weitere, nicht einmal Anekdote, sondern Erfahrung aus den letzten Tagen. Die erste Reaktion in den Medien, sowohl von der FPÖ wie auch vom Bundeskanzler war, irgendwer muss schuld sein an diesem Ibiza-Video. Wer ist das? Silberstein. Silberstein war ein Spin-Doktor der SPÖ im Wahlkampf 2017, hat kriminelle Machenschaften getan, ist inzwischen im Gefängnis oder schon wieder draußen, das weiß ich nicht, aber ist jedenfalls aus Österreich weg. War sicher nicht der erste und sicher nicht der letzte Spin-Doktor dieser Art mit Dirty Campaigning. Aber sein Name gilt jetzt als Codewort. Und es ist reflexartig sofort dieser sozusagen Schuldige genannt worden. Warum? Weil es Verschwörungstheorien oft antisemitische Konnotationen besitzen. Also George Soros wird momentan als Drahtzieher hinter den Migrationskarawanen ja, in die USA gesehen oder nach Ungarn. Ja. Also man sucht irgendwelche sogenannten mächtigen Lobbys, irgendwelche mächtigen Menschen, die solche Drahtzieher sind. Und da kann man dann wunderbar so eine Theorie darum herumbauen. Und wir hatten jetzt in Österreich wirklich, aber wirklich reflexartig kam dieses Erklärungsmuster, auch in Universitätskreisen. Ja, also ich habe das auch von Kollegen gehört. Jetzt stellt sich heraus, es ist alles ganz anders, das waren Detektive und Security-Leute und hatten gar nichts, ja, also mit diesen Spin-Doktoren zu tun oder vielleicht auch schon, ja, man weiß es nicht, aber dieser Bedarf, dieses Bedürfnis, so eine Theorie sofort heranzuziehen und noch dazu eine, die kollektiv verankert ist in der Gesellschaft, immer wieder mit neuen Codeworten, das war ganz offensichtlich. Würden Sie an unserer Universität solche Verschwörungstheorien nicht finden, sagt die zukünftige Präsidentin, da sitzt sie, gibt es hier nicht. Ja, gut. Ich hoffe. Ja. Eben bevor wir Herrn Özdemir noch mal bitten, ob Paranoia oder Verschwörungstheorien, Herr Smith, ist es besser, nicht von Paranoia zu reden, sondern von Verschwörungstheorien, weil Paranoia eine Krankheit ist? Schizophren orientierte Krankheit. Ist es besser, das sein zu lassen? Schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn man es als Krankheit bezeichnet, dann kann man es natürlich auch sehr schnell abtun. Auch da muss man, glaube ich, den, also
Ich würd gerne mal so antworten. Also sobald man Menschen, die Verschwörungstheorien entwickeln und verbreiten, erlaubt, sich in welchen Kreisen auch immer damit umzutun, sollte man ihnen eben nicht die Möglichkeit geben, das als sich als Märtyrer ausgegrenzt dann noch drin bestärkt zu sehen. Wir verteidigen hier die Wahrheit und die anderen lassen uns nicht hinein. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das Haus der Geschichte hat ein Kuratorium, das unsere großen Linien lenkt und die wichtigen Entscheidungen mitträgt. Da sind drittelparitätisch auch die Parteien des Bundestags vertreten und selbstverständlich auch die AfD. Und wir waren sehr gespannt, was die zwei Vertreter der AfD in diesem Gremium machen, in dem eben auch die Wissenschaft vertreten ist. Und sie machen nichts. Sie machen den Mund nicht auf. Und das ist doch wunderbar. Wir grenzen sie nicht aus. Sie können nicht sagen, da wird in diesem Gremium wird jetzt eine, wir sind ja parteipolitisch neutral, wir machen jetzt eine Geschichtsschreibung, die die AfD ausschließt, verteufelt, sondern es ist ein Gremium, in dem sie den Mund aufmachen können. Und wenn sie eine rote Linie überschreiten, wie Herr Özdemir sie formuliert hat, dann würden sie sicherlich von den anderen Mitgliedern zu hören bekommen, dass das so nicht geht. Danke vielmals. Aber Herr Özdemir, Sie haben am Anfang Ihres Statements gesagt, Ängste, auch berechtigte Ängste, kommen oft aus einer plötzlichen Panik heraus. Ist das dann doch ein Schuss an Paranoia dabei? Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass meine Mitdiskutanten das schon ganz gut beantwortet haben und ich jetzt da nicht nochmal grundsätzlich ausholen möchte. Ich will antworten mit einer eigenen Erfahrung, die ich mache. Das ist dann auch die Antwort auf die Frage der Dame mit dem Blogger, der sich da an der CDU abgearbeitet hat. Bei mir ist es so, ich wurde jetzt schon zweimal eingeladen zu dem berühmten Bilderberg-Treffen. Kennt das jemand, Bilderberg? Also treffen sich irgendwie seit den 50ern irgendwelche Politiker, Wirtschaftsleute und sonstige Persönlichkeiten der Gesellschaft und diskutieren irgendwie über den Lauf der Dinge. So, und in der Verschwörungslandschaft ist dieses Treffen ganz oben gerankt. Da wird der Dritte Weltkrieg geplant, da werden Umstürze geplant, da wird irgendwie Plagen geplant, Krankheiten geplant, was weiß ich, der Umzug der Planeten, was auch immer wird dort geplant. Und ich war zweimal eingeladen und ich bin nie hin. Allein die Tatsache, dass ich eingeladen wurde, führt dazu, dass es Leute gibt, die mich bombardieren mit Briefen, auf Veranstaltungen eine Zeit lang mir hinterhergereist sind und gesagt haben, du warst auf dem Bilderberg-Treffen. Und wenn ich sage, meine Termine sind ziemlich transparent, das kann man im Netz nachlesen, wo ich war, da sagen die, ja, das kann ja jeder fälschen. Da sage ich, das heißt also, der Cem Özdemir, der da auf dem Marktplatz sprach, war gar nicht der echte Cem Özdemir, sondern der echte Cem Özdemir war zu dem Zeitpunkt beim Bilderberg-Treffen. Ja. Vielleicht bin ich dann jetzt ja gerade auch nicht der echte Cem Özdemir. Vielleicht ist der echte Cem Özdemir gerade in Washington oder in Israel beim Mossad oder was weiß ich, was die so glauben, wo man ist. So, das ist natürlich was, wenn das jetzt vereinzelt ist, sagt man, gut, ich bin gelernter Sozialpädagoge, das ist Teil meiner Ausbildung, dass es sowas gibt und dass man sich mit sowas beschäftigen muss. Nur bin ich gegenwärtig als Politiker und nicht als Sozialpädagoge unterwegs. Insofern kann ich da nicht immer helfen. Aber wenn das natürlich so anwächst, dass es wirklich relevant wird und Leute anfangen zu sagen und dann eben nicht mehr irgendwelche einzelnen Leute, die, wie sagt man dazu, dass es diskriminierend wird, Frohnaturen sind, sondern vielleicht in Schulbüchern sich sowas findet. Die Juden sind unser Unglück oder Israel gehört ins Meer gestürzt oder Vergleichbares, wenn das eine Ideologie wird. Dann wird es massiv gefährlich, denn das vererbt sich, das wird weitergegeben. Das kommt in frühen Jahren in die Köpfe der Kinder und das wieder rauszukriegen, das war sehr Schwieriges und nichts, was man unterschätzen sollte. Insofern ist meine Antwort auf Ihre Frage, man kann es mit Humor nehmen, aber man muss es ernst nehmen, weil es eben auch eine politische Dimension hat, die man nicht unterschätzen darf. Und auf Ihre Frage ganz kurz. Schwer, weil erstens kann es jeden von uns treffen. Ich bin als Politiker immer ein bisschen vorsichtig bei sowas mit Häme und mit Schadenfreude, weil es heute freut es dich und morgen trifft es dich. Ich hätte allerdings meinen Kollegen von der CDU zu einer anderen Reaktion geraten.
Also wenn mich jemand gefragt hätte, leider fragt mich die CDU immer nicht, aber wenn sie mich gefragt hätte, dann hätte ich ihr geraten, dass ihr gewinnt das nicht im Netz, wenn ihr sagt, böse, böse und das ist irgendwie ganz schlimm oder so. Das gewinnt ihr nicht. Sondern ich glaube, die einzige Variante wäre, ihr habt doch da so einen jungen Generalsekretär, der traut sich hoffentlich auch was zu, ladet den doch ein und macht mit dem öffentlich eine Debatte im Netz, in seinem Kanal. Dann muss er sich auch stellen der Diskussion. So, das geht natürlich nicht. Du kannst nicht so eine Stunde da sowas raushauen und anschließend dann irgendwie Schiss haben, dich der Debatte zu stellen. Ich hätte da eher diesen Weg gewählt, aber klar, ja, das muss jede Partei für sich entscheiden. Mein Ratschlag wäre, da wo es geht, und ich glaube in dem Fall wäre es gegangen, eher das Gespräch zu suchen. Dann bleibt aber immer noch was übrig, wo das ins Gefährliche abdriftet. Indien, die Wahlen, vielleicht haben es manche gelesen, welche Rolle WhatsApp dort spielt für das Entstehen von Gerüchten. Das geht dann bis zum Lynchen. Das geht dann so weit, dass die Leute irgendwelche bewussten Falschmeldungen produzieren. Da ist einer, der hat das und das gemacht. Und so schnell ist die Polizei gar nicht, so schnell ist der Staat gar nicht, bis der schon sein Leben verloren hat. Oder nehmen Sie Rolle, die Facebook, Cambridge Analytica in den USA bei den Präsidentschaftswahlen hatte und übrigens sehr wahrscheinlich auch bei der Brexit-Abstimmung. Also da hat es dann eine Dimension, die kann dann den Lauf der Dinge auf der Welt verändern. So, und das ist etwas, das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen. Und da sind wir alle miteinander gefragt, als Zivilgesellschaft und als Politik, die Regeln so zu setzen, dass wir das nach menschlichem Ermessen auf das Maß reduzieren können, was in unserer Hand liegt. Vielen Dank. Hannah Arendt hat einmal gesagt, Angst ist für das Überleben unverzichtbar. Herr Smith, stimmt der Satz oder ist er Blödsinn? Angst ist für das Überleben unverzichtbar. Ich denke, das stimmt. Ich habe ja diese These versucht zu formulieren, dass Angst produktiv sein kann, dass Angst durchaus gesellschaftliche Entwicklung bedeuten kann, wenn sie denn dann kanalisiert wird, wenn sie von den richtigen Kräften genutzt wird, um Dinge zu verändern und eben nicht in bloßer Hysterie sich abkämpft. Ich glaube, dass es uns angeboren ist, die persönlichen Ängste, das sagt auch sehr viel darüber aus, dass wir auch die gesellschaftlichen Ängste sehr ernst nehmen sollten, nicht abtun sollten und dass wir sie als gegeben ansehen sollten und versuchen sollten, sie produktiv zu nutzen. Herzlichen Dank. Warum soll eigentlich alleine Herr Plassberg bei Hart aber fair diese Chance haben, die ich jetzt auch imitiere? Ich möchte Ihnen drei einen Satz vorsprechen mit der herzlichen Bitte, dass Sie ihn vervollständigen. Der Satz, schlage ich mal vor, lautet: Damit Ängste in Deutschland nicht Überhand nehmen, erwarte ich konkret folgende politische Maßnahmen. Ich wiederhole. Damit Ängste in Deutschland nicht Überhand nehmen, erwarte ich, dass die Politik folgende Maßnahmen übernimmt. Doppelpunkt. In derselben Reihenfolge, wie wir begonnen haben heute. Herr Smith. Also meine persönliche Meinung wäre partizipative Angebote, ohne dass es zu einer direkten Demokratie wird. Partizipation, keine direkte Demokratie. Genau, partizipative Angebote, die eben Diskussionen ermöglichen, die Diskussionen darüber ermöglichen, wo diese Ängste begründet, worin sie begründet sind, wie man damit umgehen kann. Denn die Fridays for Future-Bewegung, um darauf nochmal zurückzukommen, zeigt ja, dass da durchaus, wenn Ängste oder Wut formuliert wird, dass durchaus auch Lösungsvorschläge mitgedacht werden. Frau Wodak, ich erwarte von der Politik das Folgende. Wie ergänzen Sie den Satz? Also mir wäre sehr wichtig, abgesehen auch von partizipativen Möglichkeiten, echte alternative Inhalte. Mir hat die Politik zu viel Inszenierung, das ist jetzt viel wichtiger geworden, in welchen Medien auch immer.
Und ich erwarte mir eine Rückkehr, ein Angebot von der Politik, wieder neue Inhalte, die zum Beispiel Ungleichheit betreffen, die ein besseres Bildungssystem betreffen, den Kampf gegen Armut betreffen. Also es gibt Klimawandel, ja, Klimakrise. Es gibt so viele Punkte, die so wichtig sind. Und ich möchte keine simplen Lösungen mehr hören. Ich möchte wirklich wissen, wie geht man das an und was gibt es da für Möglichkeiten. Ist das auch die Antwort auf zivilgesellschaftliche Netzwerke, von denen Sie vorhin sprachen? Ja, ich finde das ganz wichtig. Also in Österreich wäre die Flüchtlingsbewegung nicht bewältigt worden ohne Zivilgesellschaft. Also die Zivilgesellschaft, und ich denke, in Deutschland war das genauso. Und die Zivilgesellschaft ist ein ganz wichtiges Element der Demokratie, soll daher auch mehr herausgefordert werden und auch mehr Möglichkeiten haben, sich zu melden oder zu partizipieren. Das finde ich ganz wichtig. Herzlichen Dank. Herr Özdemir, damit Ängste in Deutschland nicht überhand nehmen, erwarte ich von der Politik das. Ich komme mir gerade vor wie bei der Abschlussprüfung. Du hast jahrelang halbwegs so. So ist das auch gemeint. Ja, ich weiß. Hast es halbwegs ganz gut hingekriegt und jetzt hast du die Chance, am Abschluss alles zu versauen. Das ist super. Also erstens, ich liebe immer das Antworten mit einer Gegenfrage oder mit einer Relativierung. Die Politik, ich bin selber Politiker, insofern ist es ein bisschen komisch, wenn ich quasi einen Appell an mich richte. Deshalb variiere ich jetzt einfach die Frage, sorry, das habe ich im evangelischen Religionsunterricht gelernt, dass man das soll, dass man historisch-kritische Exegese, nicht Verbalinspiration, Sie kennen das. Und deshalb will ich sagen, ich erwarte von meinem Berufsstand und ich erwarte von uns allen, weil wir sind nicht da irgendwie eine isolierte Gruppe, sondern wir sind Teil der Gesellschaft und wir werden die Dinge nur gemeinsam bewegen, dass wir das für mich wichtigste Problem lösen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wie kriegen wir das hin in einer Gesellschaft, wo die Kommunikation sich radikal verändert? Früher, du hast die Lokalzeitung im Regelfall und dann hast du öffentlich-rechtliches Fernsehen, drei Kanäle und wenn du in einem der Kanäle warst, hat dich eigentlich der Großteil der Nation gesehen. Heute ist das völlig anders. Heute gibt es Leute, die sagen, das ist alles Lügenpresse, das ist alles gleichgeschaltet. Montag schickt Frau Merkel eine E-Mail oder ein Fax, je nachdem, wie modern man ist, an alle Parteien, an alle Medien, da steht drin, was ich zu sagen habe. So stellen sich wirklich Leute das vor. Und genauso für die Medien. Und die sind fest davon überzeugt, dass es so ist und dass das andere die Unwahrheit ist. Und wie kriege ich das hin, dass wir bei aller Vielfalt, und das muss man auch bis zu einem gewissen Grad auch aushalten können, trotzdem einen Grundschatz an Grundkommunikation miteinander haben, weil ansonsten zerfällt die Gesellschaft. Ich mache es noch ein bisschen konkreter. Sie wissen vielleicht, dass ich mit der Armenien-Resolution im Bundestag stark zu tun hatte. Die Folge davon ist, dass ich zum Beispiel mit einem bestimmten Teil aus dem muslimischen Bereich heute kaum noch Kommunikationskanäle habe, weil die mich nicht mehr einladen dürfen, weil Ankara das so wünscht. Das führt aber natürlich dazu, dass es eine Gesprächslosigkeit gibt. Die ist nicht gut, die ist nicht gesund. Ich würde ja gern über diese Fragen diskutieren und mir auch die Kritik anhören und dann versuchen zu begründen, warum ich es anders sehe. Und dieser Verzicht auf Kommunikation, der ist extrem gefährlich. Und wenn man das jetzt noch multipliziert mit den Möglichkeiten, die uns die Technologie bieten wird und wie sich die Kommunikation noch radikal verändern wird in Zukunft, glaube ich, müssen wir diese Debatte dringend führen. Und ich kann da nur sagen, ich habe selber keine Antwort drauf, sondern bin auch Suchender, wie wir das hinkriegen. Das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft alle liberalen Demokratien auf der ganzen Welt, dass wir da Wege finden müssen, wie wir eine Grundkommunikation hinkriegen. Vielleicht eine kleine Spur, das ist da, wo wir im Regelfall zusammenkommen, das ist der Kindergarten und die Schule. Und da, glaube ich, muss man sich den Kopf zerbrechen, wie wir das verbessern können. Dass am Ende das nicht so ist, dass wir schon in der Schule auf unterschiedliche Schulen gehen, uns da schon gar nicht mehr begegnen, in den verschiedenen Schichten, Migranten, Nicht-Migranten, Besserverdienende, Schlechterverdienende.
Das scheint mir ein ganz wichtiger Hebel zu sein für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir den Ort der Begegnung finden, wo wir zusammenkommen, auch vielleicht die Chance haben, dass so jemand wie ich aus einer Arbeiterfamilie, aus einer migrantischen, mit einer deutschen, mit dem Wohnzimmer einer deutschen Mittelschichtsfamilie in Kontakt kommt. Das hatte ich Gott sei Dank in dem Ort, in dem ich groß gewachsen bin. Deshalb habe ich vielleicht in der Schule mich dann später anders entwickelt wie andere. Aber wenn du diese Chance gar nicht hast, dann kannst du dein Potenzial nicht entwickeln. Und das macht mir ehrlich gesagt große Sorgen. Und vielleicht ist das ja auch mal was für die nächste Debatte, wie wir diese Kanäle zueinander finden und entwickeln in der Demokratie. Das nächste Mal, aber bitte nicht erst in 21 Jahren, wenn Sie wiederkommen. Eine Grundkommunikation, in der berechtigte Ängste ernst genommen werden. Angst kann ein Motor für Entwicklung sein, Angst kann aber auch eine Bremse für Entwicklung sein. Ich glaube, wir haben das sehr tiefgründig behandelt. Ganz herzlichen Dank, Herr Smith, dass Sie gekommen sind von dieser Ausstellung. Herzlichen Dank, liebe Frau Professor Wodak, dass Sie aus Wien gekommen sind. Und lieber Herr Özdemir, dass Sie aus Schwaben gekommen sind, ist ein großer Gewinn gewesen. Ganz herzlichen Dank. Ja, und danke an unseren großartigen Moderator, bitte. Alles Gute, bis zum nächsten Friedensgespräch. Auf Wiedersehen.